So. Das hat einen guten Grund. Ihr hört auch gleich auf zu arbeiten, aber ich will nicht alles auf einmal ausstellen. Wir müssten noch genug Kupfer auf Vorrat haben. Wie viel Kupfer haben wir? Wie viel Kupferplatten? 11.000, okay. Dann können wir Eisen auch schon ausstellen. Also, merke dir, Gerugon, es werden keine Eisen- und Kupferplatten mehr gegossen. Du musst dich jetzt darum kümmern, dass die Schmelzöfen das gleich machen. Gut? Gut. Oh, da will Inga was von mir. Nö, ich habe mich nur angesprochen gefühlt. Ah, okay. So, das haben wir. Was brauchen wir für die nächste Stufe? Einfach nur mehr davon. Es wird trotzdem zu lange dauern, die herzustellen. Da kommt die Fabrik nicht hinterher. Die. Ich hätte gerne die schnelleren Speedmodule. Research. Haben wir dafür die lila Science Packs genug? ...265, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Aber ich laufe lieber hin, das ist sonst zu schwer zu erkennen. So, ihr habt alle vier drinne. Das sind 4 mal 4 sind 16, sind 32. Und da sind 265. Es sollte aufgehen, weil sie auch schon einmal angefangen haben zu arbeiten. Ja, also ich muss gar nicht neu bauen, das ist sehr schön. Du beschränk dich bitte mal auf ein verdammtes Stack davon. Eigentlich muss der auch hier weg und nach unten. Ja, komm mal mit. Gehst jetzt nach unten. So. Kann ja nicht sein, dass alles kreuz und quer gebaut wird. Ja, so, du bist da eigentlich ganz doof, weil du farblich da nicht hinpasst. Hier kamen die Fabriken, hier hinten die Schmelzöfen. Und hier steht jetzt Zeug im Weg. Das ist nicht so schön. Ich überlege mir gerade, wie ich das aufbaue. Theoretisch brauche ich noch viel mehr Fabrikplatz. Das heißt... Ja, also ich werde nächste Folge wieder Water Begone versuchen zum Laufen zu bekommen. Damit ich das hier zumachen kann, damit hier noch mehr Fabriken hin können. Ich kann schon mal hier das hinpappen. Oh, warte mal. Hier. Hier könnte ich schon mal anfangen mit den Science Packs. Also den abgefahrenen Ditec Science Packs. Du stellst bitte her Nature. Dafür brauchst du Holz und Stein. Links, 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 links. Rechts, rechts, rechts. Ein Turm wird zerstört unten. Nee, das müsste halten. So, so, so. Gut, die Holz und Stein. Ich muss da eine Fabrik bauen, die Holz herstellt. Da hatte ich übrigens einen gedanklichen Fehler. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass die Gummibäume, wenn man sie abbaut, dass die auch Holz produzieren. Da muss ich gleich mal gucken. Wenn nämlich nicht, haben wir ein Problem. Also, du hättest gerne Holz und du hättest gerne Stein. 100, 100. Und dich beschränken bitte auch auf ein so ein Stack. Seid ihr alle im Robo-Bereich? Ja. So, das ist der eine. Dann kam der hier mit dem dreckigen Zeug. Dich beschränken bitte auch auf einen. Du hättest gerne Dreck. Und Dreck? Nee. Dreck. So und so. Und du wärst dann schon unser Industrial. Genau, den hatten wir oben hier abgebaut. Du brauchtest Transport Belts, Pipe und grüne Chips. Pipes, Transport Belts, Green Chips. Und das war schon richtig.
100, 100, 100, ebenfalls beschränken auf ein Stack. Gut, den anderen mit den Flüssigkeitsdingern können wir hier unten momentan nicht machen. Also ich könnte die Flüssigkeiten hierher schicken. Eventuell mache ich sogar das der Übersicht halber. Aber jetzt erstmal nicht. Jetzt ist mir nur wichtig, dass wir die Sachen hier haben. Den, der hätte ich ganz gerne auch noch da ausgelagert. Aber lass mich raten, jetzt ist da kein Platz mehr. Ne. Wir können es dahin tun. Ja, warum nicht? Shift R, rechts, Shift. Was? Shift links. Der Griff hält ganz schön lange an. Was ist das da? Oh, 14 Lasertürme fehlen. Wow. Hey, 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 hey. Was zur Hölle war das? Das ist ein Spucker. Emerald King Spitter. Ah, jetzt hat er sich nie herangetraut. Das ist garstig. Okay, also wenn er klug wäre, könnte er hinten stehen bleiben und durchgehend unsere Sachen zerstören. Jetzt wird's problematisch, okay. Vor allem habe ich nicht darauf geachtet, ob es jetzt Flächenschaden war oder nicht. Oh Gott. Das wird echt übel. Lass mich mal hier durch. Kann ich davor noch eine Mauer setzen? Ja. Lalala. Hier sind noch Steinmauern, verdammt. Ja, es macht zwar tierisch Spaß, hier jetzt alles zu optimieren und einzustellen und was weiß ich, aber ich sollte echt an die Verteidigung denken. Weil wenn die Dinge jetzt irgendwann durchkommen, habe ich echt ein Problem. Wobei ich an die Verteidigung nur denken kann, wenn ich genug Ressourcen habe, sonst bringt die Verteidigung nichts, weil sonst kann ich die Türme nicht durchgehend nachproduzieren und so weit 50 Türme schießen. Ist okay. Ja, Chitin. Ich hätte gerne wieder Chitin angeliefert, damit ich durchgehend... Wo ist Chitin? Da ist Chitin. Damit ich durchgehend die ganz tollen Mauern herstellen kann. Den Bob ich nehme ich jetzt hier. Ja, also die Reihe, die ich gerade gebaut habe, die war ein bisschen übertrieben. Ich mache stattdessen... Also nicht übertrieben, sondern falsch. So. Das ist jetzt eventuell übertrieben. Das heißt, die Mauer bitte nochmal abreißen. So. Die gelbe Mauer bitte auch abreißen. Die hintere Steinmauer komplett auch abreißen. Mauertime, würde ich sagen. Das heißt, wir setzen jetzt davon mehr. Wir setzen jetzt hier vorne die Chitinmauer hin. Hinten setzen wir die gelbe Mauer mit einer braunen Mauer. Und überall, wo Steinmauern sind, müssen jetzt die braunen Sandsteinmauern hin. Mann, Mann, Mann. Oh, die sind alle leer, die können mit. Ah, verbrauche ich so wenigstens mein ganzes Chitin. Ist ja auch okay. Her damit, her damit, her damit. Soll ich schon mal abbauen hier? Nee, nicht wirklich. Ja, die Construction Bots. Da bräuchte ich eigentlich auch die nächste Version langsam von. Was Forschung angeht. Warum hakt die Forschung gerade? Ja, aber nicht jetzt da hingehen, vergisst du die Hälfte. Komm hier, Mauern setzen. So. Das Stückchen hier kann weg, weil wenn sie da durchkommen, ist sie vorbei. So, hier. Alles noch Steinmauer. Wenn sie
jetzt einmal von der unerwarteten Seite mit so einem Emerald King Spitter und einem Emerald King Biter gleichzeitig kommen. Autsch, die Maus. Weg, 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 weg. So, wo sind die ganz tollen Mauern? Da. So, die sollte ja auch wieder weg. Tut mir leid, Roboter, dass ihr jetzt hier mal mit der Sache aufbauen und wieder abreißen müsst, aber... ist halt so. Dafür mache ich ja auch recht viel gerade selber, ne? Seht ihr ja. Chitin, chitin, chitin. Mauer, 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 Mauer. Da genau, genau da hinten muss ich jetzt ganz schnell hin. Da habe ich mich alles abgerissen gehabt. Die ganzen Leichen. So. Hier oben im... ja, hier ist auch noch nicht alles entsteint. Aber dafür sind genug Lasertürme hier. Bitte hier komplett die Reihe weg. Und das da alles weg. Gut. Nicht Chitin da unten drin. Da unten rein sollen die Mauern eigentlich, wenn sie denn gleich mal geliefert kommen. Die vierte Reihe... ist das gute Zeug? Das kann ich hier schon mal andeuten. Damit ich weiß, wo die vierte Reihe ist. Das wird nämlich ein wenig unübersichtlich gerade. Genau, so ist richtig. Off, 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 off. Warte, ich mach das hiermit. Da geht das nicht so gut, ne? Ja, das sieht da ein bisschen komisch aus. So. Das da bitte alles weg. Das da bitte alles weg. Das da alles weg. Angriff. Was? Achso, da unten. So sollte richtig sein. Reißt ihr das hinten ab? Ich komme gleich wieder. Ich brauche unbedingt noch schnellere Laufdinger da. Sonst komme ich nicht hinterher. Hier scheint sogar das okay zu sein. Oh, die ganzen neuen Akkus. Lad die mal ab, damit wir nicht gleich wieder Stromengpässe haben. Oh. Gut. Das hätten wir auch. Das Ding muss unbedingt so schnell es geht arbeiten. Du. Da, du. Da. Raus, rein. Ich hätte gern einmal Shift rechts, Shift links. Und du brauchst Speedmodule. Und du musst beschränkt werden auf ein Stack. So. Das läuft also nebenan. Steinmauern abreißen mache ich erst, wenn oben die Roboter alle fertig sind. Das heißt, du baust bitte das. Oh, ist ganz schön was zusammengekommen schon an Chitinzeug. Das hatte ich ja am Anfang stark bezweifelt, dass ich jemals genug davon zusammenbekomme, um einmal komplett die Mauer damit außenrum zu machen. Aber ich habe unterschätzt, wie stark wir durchgehend angegriffen werden. So, jetzt wieder nach links. Gucken, was die Roboter da abgerissen haben. Das dann mit Blaupausen ersetzen, damit ich es nicht machen muss. Und dann gucken wir weiter. Speedmodule sind bald fertig. Das ist schön. Ja, hier wurde das schon alles ausgehöhlt. So. Klick, 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 klick. Klick. Genau, alles neu sitzen. Ich denke mal, die eine Fabrik, die bisher die Mauern hergestellt hat, also diese Ziegelsteinmauern, die kommt nicht mehr wirklich hinterher. So, dann bitte als nächstes. Hier. Das abreißen. Dann gucken wir weiter. Was bist du für eine komische Kiste?
Achso, das sind die Sachen, die die Lasertürme brauchen. Warum arbeitest du nicht? Weil du nur eine Batterie hast. Ah, ist bei den Batterien wieder irgendwas durcheinander. Menu, 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 ich bin nur am Laufen. Das war so schön gerade mit dem ganzen Optimieren. Ich habe nur total verdrängt, dass wir in durchgehenden Belagerungszustand sind. Oh, was bist du? Du bist irgendein neues Spucker-Ding. Ja, stimmt eigentlich. Ich wüsste nicht, woran ich merken sollte, dass die Königin plötzlich kommt. Außer die ist irgendwie noch viel garstiger. Biter King Corps, Elder Biter Corps, Big Biter Corps. Baut die mal da. Oh. Machen wir mal hier irgendwo einen Weg frei, bitte. Da. Dann setz bitte die Dinger da einfach drüber und guck mal, ob du irgendwo im Inventar zufällig eine Königin findest. Medium Biter, Big Biter, Berserker, Elder Biter, Biter King. Nö, bisher nicht. Okay. Dann hätte ich gerne. Haben wir hier irgendwo eine lila Kiste? Nö. Das ändere ich mal. Ich hau mal einfach hier eine lila Kiste hin. Die hat keine wirkliche Funktion, außer dass ich mein Zeug da reinschmeißen kann. Und es wird ins System oben getragen. Das finde ich relativ praktisch. So, weg, 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 weg. Gut. Aus den Augen, aus dem Sinn. Oh, ich sollte jetzt wirklich gucken bei denen. Also einmal sollte ich gucken, wie die Reserven aussehen. Wir haben nur noch 7000. Gerogon, du wolltest Eisenplatten gießen. Es fehlt schwarzes Zeug. Da, nimm schwarzes Zeug. Bau davon welche. Wie schnell das immer passiert. Das ist echt ärgerlich. Aber gut, ich sollte sowieso erstmal kurz speichern. Nächste Folge auf jeden Fall die MK2 Schmelzöfen. Bis gleich.